Etwa im Jahr 2002 habe ich für meinen damaligen Arbeitgeber, das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, einen Vortrag gehalten mit dem Titel Neue Entwicklungen im betrieblichen Vorschlagswesen. Eine zentrale Folie dort ist hier abgebildet. Ich habe mir zwei Dimensionen zurechtgelegt, den Integrationsgrad und den Umfang, und gesagt, nun gut, wir haben das aktuelle, das traditionelle betriebliche Vorschlagswesen. Wenn wir den Umfang erweitern, dann kommen wir zu weiteren Anwendungsbereichen, können also beispielsweise auch Kunden, Zeitarbeiter und andere Menschen ins Vorschlagswesen einbeziehen. Wenn wir die Integration erhöhen, dann kommen wir zu Gruppenvorschlägen, wir kommen zum Vorgesetztenmodell, kommen zu Modellen, bei denen das Vorschlagswesen stärker in die Organisation integriert ist, als dies beim traditionellen betrieblichen Vorschlagswesen der Fall ist. Und wenn wir beides tun, also Umfang und Integration erhöhen, dann bekommen wir ein ganzheitliches Managementsystem oder zumindest ein Ideenmanagement im ganzheitlichen Managementsystem. Das ist nun über 15 Jahre her. Was sind heute die neuen Entwicklungen im Vorschlagswesen? Ich würde wieder zwei Dimensionen vorschlagen, nämlich die Aktivität und die Unterstützung durch Software. Bei der Aktivität haben wir zunächst das, was wir etwas freundlich ein spontanes Vorschlagswesen nennen, also ein Vorschlagswesen, bei denen die Einreicher spontan auf Ideen kommen, diese ausarbeiten und einreichen und der Ideenmanager selbst wenig dafür tut, dass weitere Ideen eingereicht werden oder auch, dass gute Ideen eingereicht werden. Beim aktiven Vorschlagswesen haben wir einen aktiven Ideenmanager, der mit verschiedenen Aktionen Ideen herausfordert oder auch verbessert. In der zweiten Dimension haben wir die Unterstützung durch Software. Software zur Verwaltung von Ideen ist eine längst bekannte Entwicklung. Das kann anfangen bei der Excel-Tabelle, in der Vorschläge eingetragen werden, bis hin zu betriebsübergreifenden Systemen, die die Vorschläge verwalten, an Gutachter verteilen, im Ausschuss vorlegen und so den administrativen Prozess unterstützen. Neuere Entwicklungen der Software unterstützen auch die Ideen, also die Entwicklung, die Anreicherung, die Bewertung von Ideen. Schauen wir uns die vier Felder im Einzelnen an. Das klassische Vorschlagswesen ist ein spontanes Vorschlagswesen mit Software zur Verwaltung. Manchmal wird so etwas immer noch das Vorschlagsverwaltungswesen genannt. Zentral ist hier der Briefkasten. Heute ist es manchmal ein elektronischer Briefkasten, aber eigentlich ist dieses Vorschlagswesen passiv. Bei einem Vorschlagswesen, bei dem alle Vorschläge und alle Ideen den gleichen Weg nehmen, haben wir ein Vorschlagswesen ohne flexible Prozesse. Wenn eine Idee, sagen wir wie ein Mountainbike, einen solchen Weg gut passieren kann, dann wird diese Idee gut und angemessen bearbeitet. Andere Software unterstützt verschiedene Wege und eine kleine Software kann dann zu einem kleinen Bearbeitungsprozess geführt werden. Eine große, einschneidende, revolutionäre Idee kann in einen Brocken-Bearbeitungsprozess münden, bei dem viele Menschen beteiligt sind und bei dem eine große Idee dann auch entsprechend behandelt wird. Unsere Studien zeigen, dass ein Ideenmanagement, bei dem der Prozess der Idee folgt, deutlich erfolgreicher sind als ein Vorschlagswesen, bei dem jede Idee den gleichen Prozess durchläuft. Haben wir ein aktives Vorschlagswesen, dann haben wir aktive Ideenmanager, also Ideenmanager, die sich mit ihren Einreichern zusammensetzen, gemeinsam an Verbesserungen arbeiten, die mit Workshops und Kampagnen das Ideenmanagement voranbringen. Schließlich haben wir mindestens in der Vision noch ein aktives Vorschlagswesen mit einer Software, die Community-Ansätze unterstützt, die mit künstlicher Intelligenz versucht, bereits ähnliche eingereichte Vorschläge, bereits anderweitig bearbeitete Vorschläge herauszufiltern, die automatisch versucht, neue Anwendungsfälle für bereits erfolgreich
umgesetzte Ideen zu finden. Vorschlagswesen 4.0 sozusagen. Nun noch die neuen Entwicklungen 2018 im Überblick. Die beiden Dimensionen und die vier Felder. Wenn Sie im Nebel des Ideenmanagements wenig mehr Durchblick haben wollen, dann freue ich mich, Sie auf dem Ideenmanagement-Blog wiederzusehen. Dort finden Sie jeden Dienstag neue Informationen zum Ideenmanagement. Bis dahin, auf Wiedersehen.